Hi Leute, ich möchte euch einmal hier meinen Server-Hoster Chipotle vorstellen. Denn gerade solche Spiele wie der Landwirtschaftssimulator machen im Multiplayer einfach viel, viel mehr Spaß. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Spiel im Landwirtschaftssimulator zu hosten ist, naja, erstens sehr performancefressend und das zweite ist, ja, man muss halt immer da sein. Das heißt, man geht auch bestimmte Verpflichtungen ein, denn meine Mitspieler können eben nur spielen, wenn ich auch da bin als Server-Hoster. Da gibt es eine einfache Lösung. Chipotle bietet unter anderem für den Landwirtschaftssimulator eben dedizierte Server an. Diese Server laufen 24/7, diese Server sind immer erreichbar und ihr könnt unzählige Mods darauf installieren, denn ihr habt insgesamt über 5 GB Speicher. Nicht nur, dass die Server 24 Stunden erreichbar sind, sondern ihr habt auch einen super Support, wo ihr eure Fragen loswerden könntet, wenn es einmal Probleme gibt. Ansonsten wird das Ganze auch noch zu einem sehr, sehr fairen Preis angeboten. Und mit meinem Link in der Videobeschreibung spart ihr zusätzlich nochmal 10% und könnt mich ein wenig unterstützen. Und jetzt noch viel Spaß bei der weiteren Folge. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2 live aus dem Stream. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist wieder Freitag, wir sind wieder live auf Twitch. Mit knapp 1400 Leuten, das darüber vielen, vielen Dank für den Support, Leute. Schön, dass ihr alle da seid. Und ich habe eine ganz kurze Sache, nur ein ganz kurzes persönliches Anliegen und eine Info. Und zwar, ihr wisst alle, ich habe einen Merch-Shop, vielleicht einige wissen es, einige nicht. Der ist unten verlinkt. Mittlerweile müsste es auch unter dem Video die Artikel aufgelistet sein. Bei 3D Supply. Dort wird es ein komplettes Rebranding geben, jetzt in 2024. Also in den nächsten 1 bis 2 Wochen wird hier einiges passieren. Und was ich euch nur ganz kurz erzählen möchte, ist, es werden 80% der Designs, die hier im Shop sind, rausfliegen. Das heißt, Bildet, Frontiers, Meatbeat, ETS Speedrun und so weiter und so fort, State of Freedom. Die ganzen Sachen fliegen alle raus. Und wenn ihr euch da noch was gönnen wollt, dann schaut gerne vorbei. Die wird es danach nicht nochmal geben. Auch das alte Logo hier wird es danach nicht nochmal geben. Wenn ihr euch noch was bestellen wollt, dann macht das gerne. Und ich schätze, so in 2 Wochen werden die Sachen dann raus sein. Das nur ganz kurz zur Info, in eigener Sache. Und danke, dass ihr euch das kurz angehört habt. Gut, dann starten wir erstmal rein. Beppi war ja hier bei uns gewesen und wir haben ein bisschen fatalen Fehler gemacht in der Gemeinde, als wir dort eingebrochen haben und haben eine Akte. Naja, wir sind ja nicht eingebrochen, wir waren zu Gast. Sagen wir mal so, wir waren zu Gast. Einbrechen klingt immer so irgendwie so dramatisch. Wir waren zu Gast gewesen und haben eine Akte runtergeladen. Nur leider war es die falsche Akte. Es war die Akte vom Landhandel. Und zwar gibt es ein Ermittlungsverfahren gegen den Landhandel wegen irgendwelchen verunreinigten, gepanschten Saatgut oder sonstigen Artikeln. Und ich muss euch ganz ehrlich dazu sagen, ja, jetzt haben wir natürlich ein kleines Problem, weil erstens haben wir noch eine große Rechnung offen mit dem Landhandel, die wir bezahlen müssen. 53.000, das müsste das hier sein. Zeige Rechnungsdetails. Genau, das sind 20.000 Dünger plus Saatgut, 75.000 Kalt, 2.000 Herbizide. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, wenn das wirklich verunreinigt ist oder gepanscht ist, dann bin ich eigentlich auch nicht gewillt, das zu bezahlen. Jetzt weiß ich aber, wenn ich dort anrufe, erstens kann ich es nicht ansprechen, weil ich es nicht wissen kann, weil ich diese Akte ja gar nicht besitze sozusagen. Das ist ein bisschen ein Zwiespalt. Da müssen wir uns definitiv nochmal mit Beppi abstimmen. Und, Leute, wir müssen nach Rehbach. Wir müssen noch nach Rehbach in die Gemeinde. Ich will da nicht hin und müssen in Rehbach quasi auch nochmal an den Computer ran und ich habe da gar keine Lust drauf, sage ich euch, wie es ist. Oh, Moment. Alter, was ist denn... Es ist so falsch. Es ist wirklich falsch. Guten Tag. Hallo? Hallo? Ja, hi. Ja, hi. Hi, hallöchen. Ach, Fietje, grüß dich. Ja. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ja, finde ich auch. Es tut mir leid, die Vorderachse hatte keine Luft mehr, deswegen musste die in die Luft. Also, ich will nicht sagen, aber puh. Ja, die Reifen vorne sind abgefahren. Ich weiß auch nicht, ob die Anhängerkupplung vielleicht in der richtigen Höhe ist. Für den Anhänger, aber mein Gott. Passt alles so. Aber ich habe dir was mitgebracht. Du hast mir was mitgebracht? Ja, ich war doch bei meinem Vater zu Hause. Oh mein Gott. Ich habe dir eine Palette Schokolade mitgebracht aus meiner Heimat. Von der Rausch-Schokoladenfabrik. Ist nicht dein Ernst.
Doch. Das ist natürlich der Hammer. Ich habe auch deine Nachricht gehört, in der du dich noch verabschiedet hast. Hat mich sehr, sehr gefreut. Fand ich sehr cool. Ja, es musste leider ein bisschen spontan sein, deswegen. Nee, alles gut. War es denn erfolgreich? Ja, doch. Ich konnte meinem Vater helfen, passt alles. Der Hof läuft wieder. Sehr schön. Kann er wieder alleine bewirtschaften. Pass auf, ich lade die direkt aus. Ich habe nämlich schon die Idee, was wir mit der ganzen Schokolade machen. Aber das ist aber, wie viel Schokolade ist denn das? So eine ganze Palette da. Naja, also es ist ungefähr so 1000 Kilo, ne? So, was? 1000 Kilo? Das sind ja 10.000 Tafeln. Naja, reicht gerade mal so für 2 Wochen, ne? Unfassbar. Aus Wien-Rosenberg, Rosa Grab, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, hier ist Paul Krummhammer. Wer? Paul Krummhammer. Wer? Paul Krummhammer. Kennen wir uns? Ich habe Ihre Nummer von Guido gekriegt. Ach so, ich wollte es gerade sagen. Wir kennen uns aber nicht, oder? Nee, noch nicht. Hallo, Paul. Ich habe hier eine Panne mit meinem Auto und er hat gesagt, ich soll bei Rosenzwerg anrufen. Bin ich da richtig? Da sind Sie leider falsch. Sie sind bei Rosenberg gelandet. Ah, haben Sie denn eine Telefonnummer für mich, wo ich dann mich melden kann? Weil ich komme hier nicht weg mit meinem Auto. Ich habe hier eine Panne. Und er sagte, der Rosenzwerg hat wohl einen Abschlepper oder sowas. Ja, was ist denn passiert, wenn ich fragen darf? Ja, irgendwie fährt die Karre nicht mehr. Okay, wo stehen Sie? Ja, das ist auf der Karte müsste das relativ weit unten rechts sein. Ja. Ich kenne mich hier ja nicht so aus in der Gemeinde, aber. Ja. Ja. Okay. Da stehe ich. Gut, folgendes. Passen Sie mal auf. Warten Sie mal, relativ weit rechts. Sie sind in Fichtal, ne? Ja. Hier unten ist auch so eine große Silo-Produktion oder was das sein soll hier. Ach, ich glaube, ich weiß, wo Sie sind. Ich habe eine Frage. Und zwar, was für ein Fahrzeug handelt es sich? Ein T3. Einen T3? Ja. Okay, alles klar. Dann würde ich jemand losschicken mit einem Abschlepper, der Sie da einmal abholt und da wird man das Fahrzeug einmal zu uns in die Werkstatt fahren, ja? Ja, und sollen wir da mal drüber gucken oder wie soll es werden? Ja, müssen wir irgendwie mal gucken. Wenn Sie eine Werkstatt haben, wäre das natürlich super. Ja, wir haben eine Werkstatt. Also zwar für landwirtschaftliche Maschinen, aber wir können natürlich auch gerne mal bei dem Auto drüber schauen. Das ist überhaupt kein Thema. Das hört sich sehr gut an. Na klar, machen wir so. Dann warte ich hier. Vielen Dank. Na klaro, bis gleich. Tschüssi. Tschüss. Wiederhören. Eieiei, bin ich hier schon wieder. Erster Abschleppauftrag. So. Na gut, Fietje, da haben wir ja auf jeden Fall erstmal genug Schokolade im Storage. Aber weißt du was? Was denn? Warte. Ich warte, frischer Kaffee oder was? Oh, du hast Mozartkugel hier. Echt? Und ich habe auf den Stuhl gefurzt vorhin. Ich dachte, du hast das gerochen. Nein, du hast Mozartkugel in deiner Schublade. Ja, aber du weißt, warum die in meiner Schublade sind, ne? Ja, aber ich habe sie gerochen. Ja, ist schön, dass du sie gerochen hast. Und ich habe sie gefunden. Nein, genau so ist das nicht. Also pass auf, nimm dir gerne ein, zwei Mozartkugeln raus, aber ich sag dir, wie es ist, erzähl niemandem, dass wir Mozartkugeln haben. Und die sind für mich, ich liebe. Ja, Fietje, ganz ehrlich, ey, sag mal, du frisst einen ja die Haare vom Kopf, das ist ja nicht normal. So, pass auf, Fietje. Tut mir leid. Eine Sache noch ganz kurz, und zwar, wir haben mittlerweile, das ist nicht so geplant. Scheiße. Wir haben mittlerweile tatsächlich Arbeitskleidung. Ja. Mittlerweile haben wir Arbeitskleidung. Also es wäre schön, wenn du dir auch was aus dem Schrank hinten nehmen könntest. Und zwar haben wir Arbeitskleidung, rotes Polohemd. Also ein Polohemd einfach in Rot. Das wäre super. Kriege ich hin. Gell, schmeiß dir einfach drüber, eine Arbeitshose dazu an. Würdest du den Abschleppauftrag übernehmen wollen? Ja, das kann ich machen. Das wäre eine super Sache. Das wäre eine super Sache, weil dann kann ich nämlich erstmal los und kann mich um den anderen Scheiß kümmern. Gut, alles klar. Dann hole ich mir ein Polo raus und dann fahre ich runter. So, mach mal's. Du weißt, kennst du dich aus mit dem Abschlepper? Ja, würde wie jeder andere sein. Genau. Gut, mache ich. Alles klärchen, bis dahin. Jo, bis später. Rosa Graus in Rosenberg am Telefon. Was kann ich Ihnen antun? Ja, moin aus Wien, der Heinrich. Ah, da habe ich mich ja richtig gemeldet. Servus. Ja, du tust mir immer mal an, genau. Ja, ich nicht. Hör mal, meine Frage. Frag mal. Wie sieht das mit dem Johnny aus? Der Johnny ist hier. Warte ganz kurz, bleib am Telefon bitte. Dirk?
Jo. Servus, grüß dich. Grüße. Eine Frage, wie ist der Stand von dem John Deere? Ich dachte, der wäre repariert. Lass mich nochmal kurz gucken. Oder ist da noch was dran? Aber, ja. Nee, da müsste, glaube ich, fertig sein. Ich gucke nochmal, ich bin gerade angekommen am Hof. Ah, du bist auch am Hof? Ja, ich bin gerade angekommen. Warte mal, wo haben wir den drinnen stehen? John Deere. Reparatur John Deere Aken, genau. Da haben wir den. Ist jetzt noch nichts abgehakt, aber wenn du sagst, er ist repariert. Ja, wir waren dazu zu dritt dran. Ach, stimmt, na klar. War der das letzte Mal zu dritt dran. Genau, ja. Herr Aken? Ja. Der ist repariert soweit. Ja, dann könnte ich den ja wieder abholen, oder? Können Sie machen. Das hört sich gut an. Das ging, es hat sich ja auch von den Kosten in Grenzen gehalten, muss ich dazu sagen. Ich weiß, die Rechnung soll ja an den Beppihof gehen. Ja. Aber es hat sich, ich sag's trotzdem, es hat sich von Kosten in Grenzen gehalten. Na? Okay, was beläuft sich die Rechnung denn? 11.500. Ach, das geht ja wirklich noch. Also, ja, ja. Andere Frage. Fangt ihr heute mit dem Pressen an? Wir werden heute mit dem Pressen wahrscheinlich. Dirk, schaffen wir heute mit dem Pressen anzufangen? Fiti ist auch wieder da. Müssen wir erstmal bestellen. Ja, wir könnten aber auch den Dings fragen. Den. Walter. Den Fanzine, ja. Ob der da ist, müsste da sein, ne? Ja, können wir machen. Fragen. Ja. Dann fragen wir die mal. Pass auf, wir würden uns mal schnell erkundigen, weil unsere Presse ist noch im Zulauf und wird dich aber anrufen. Ja, das ist klar, das hört schon an. Sag mal, ich habe eine andere Frage. Ja. Und zwar, wir haben noch bei dir noch einen offenen Auftrag. Feld 14 Gärreste. Ja. Und ist nicht mehr. Ja, doch, ihr könntet da jetzt eigentlich mit Gärreste und mit Kalk drüber gehen, weil das ist ja abgemäht. Das ist gemäht? Das ist abgemäht, da liegt die Schwarz drauf, da könnt ihr drüber gehen. Dann haben wir das auch endlich erledigt, weil da ja auch noch Kalk fehlte. Okay, also die 14, haben wir den Kalk mit drin auf der 14? Nee. 14 Kalken haben wir nicht drin. Doch, nee, Ballenbrechen. Das war ein alter Auftrag. Der ist beim Ansehen und so, ist halt nicht mehr passiert. Doch, weil, das ist alles passiert. Nein, das steht noch immer, benötigt Kalk. Ja, wieder. Das ist alles erledigt gewesen. Nein, das war, konnte nicht erledigt. Ich glaube das, auch, dass das nicht erledigt werden konnte. Das konnte nicht erledigt werden, weil die schon angewachsen war. Ja, 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 ja. Ich glaube auch, dass das so war. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir hauen da jetzt Kalk und Gärreste drauf, dass das endlich erledigt ist, ja? Ja, da hört es schon an. Gut, alles klar. Und wegen der Dings, wegen Pressen, sage ich dir Bescheid. Ich denke, da werden wir jetzt gleich runterkommen. Ja, und dann könntest du bitte noch aufnehmen, die Felder, die ihr pressen sollt, auch mit Gärreste bitte nochmal bearbeiten. Die sollen danach alle nochmal mit Gärreste? Genau, damit das wieder ordentlich wächst. Ja, machen wir so. Danke dir für den Auftrag. So wird's. Ja, gerne. Ach, eine Frage hätte ich noch. Ja. Beim Pressen presst ihr mit direkter Wicklung oder wickelt ihr extern? Wir machen mit Wicklung. Also, könnt ihr dann ausschalten? Warum? Weil ich mir überlegt hatte, die 1 und die 133 als Grasballen zu nehmen. Welche Nummer soll nicht gewickelt werden? 1 und 133, die zwei Hochfelder. Gut, alles klar, mach mal aus. Ja, vielen Dank. So wird's, danke dir. Ja, tschüss. Ciao. Dirk? Ja. Ich rufe jetzt mal beim Walter an. Frag mal wegen der Presswickelkombi. Würdest du bitte mal alle Felder, außer die 14, die gepresst werden sollen, mal bitte mit Gärreste eintragen? Ja, mach ich. Und würdest du danach bitte Didi anrufen und würdest ihm den Gärreste-Auftrag geben? Und fragen, ob er das direkt erledigen könnte, weil wenn das jetzt das wieder anwächst, ist es auch wieder vorbei. Also alle, die gewickelt werden sollen, mit Gärreste. Genau, also quasi, nee, alle, die gepresst werden sollen, außer die 14. Okay. Also 1, 33, 5, 92, 110, 138, 35. Ja, überall. Ich denke, 1 und 133 sollen nicht gewickelt werden. Es hat aber mit den Gärresten nichts zu tun. Okay, also von 1 bis 135. Außer 14. Außer 14. Weil die machen wir ja jetzt, Gärreste, haben wir schon drinne stehen, weißt du wie? Genau, die alle nochmal neu reintragen, Gärreste, und dann kannst du den Auftrag eigentlich gleich Didi übergeben. Ja. Und ich rufe den weiter an, ne? Jo.
Danke dir vielmals. Jo. So. Achso, und der Vize soll sich unbedingt melden, sobald er da ist. Der schleppt gerade jemand ab. Ja, alles klar. Mach ich Bescheid. Von Sinia, hallo? Servus, Walter, grüß dich, ist aus Wien. Ja, Mahlzeit, wie geht's dir, mein Gute? Ja, sehr gut, Mensch, wir haben länger nichts gehört. Geht's dir auch gut? Ja, 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 mittlerweile wieder. War ein bisschen angeschlagen in letzter Zeit. Okay. Aber das hat sich jetzt wieder alles regeneriert und ich bin wieder auf dem Damm. Ah, das ist schön, sehr schön. No. Du, folgendes, ich habe mal eine Frage an dich. Hast du bist du zurzeit beschäftigt mit deiner Ballenpresse? Ja, du wirst nicht glauben, ich bin gerade auf dem Feld 156 und presse gerade Ball. Ja, hast du da noch mehr? Meinst du zum Abernen oder brauchst du jetzt die Presse mal ausgeliehen oder willst du Ballen haben? Ne, die Presse mal ausgeliehen. Also ich wollte fragen, ob ich mir die Presse bei dir ausleihen könnte. Würden wir natürlich bezahlen. Kannst du machen, dann kann ich zwischenzeitlich mal was anderes. Gar kein Stress. Aber du kannst dein Feld auch erst fertig machen, so ist nicht. Also ganz so eilig ist es jetzt auch nicht. Dann wird es morgen früh. Ach, so groß ist das? Ja, es sind einige Wiesen, weil als mit der Schauf brauchst du ja auf dem Material und ich mache halt hauptsächlich Wiesen und deswegen sind es 3 oder 4 Wiesen. Also ich habe zu tun, ich kann sie ja runtergemäht, schwarz zusammen, solange kannst du die Pressen kaufen und danach mache ich das Aufsammeln. Gut, das ist eine Presswickelkombi, ne? Ja, du kannst den Wickler aber ausschalten. Also wenn du eine brauchst, kannst du dann deaktivieren. Das ist extra in der Hebel. Das ist gut zu wissen, das ist wichtig. Hat der Kollege nämlich eingebaut. Ah, okay, perfekt. Du, pass auf, sollen wir die abholen? Wir haben ganz Rat, weil da kann ich dann gleich weitergemacht mit dem Mähen. Mach mal so, Walter, dann kommen wir einmal hoch und holen einmal die Presswickelkombi ab. Geht sein Gang, super. Ich danke dir vielmals, tschüss. Ja, gar keinen Stress, ciao. Super, sehr gut. Dirk? Ja? Wir können bei Walter die Presswickelkombi holen. Perfekt. Vielleicht kannst du Fietsche losschicken, sobald er den abgehangen hat. Der soll den in die Werkstatt schieben. Wir müssen halt mal schnell bei dem drüber schauen, was da mit dem Auto ist. Der springt wohl irgendwie nicht an. So, ich kenne den nicht, keine Ahnung, der kommt wohl aus Rehbach. Okay, ja, guck ich drüber. Gell. Na, alles klar. Das wäre super. Und... Warte kurz. Rosenberg am Telefon, eine Sekunde bitte, ich bin sofort für Sie da. Genau, und ich überlege gerade, das Feature, ich kalk jetzt hier unten die 14, da kannst du, wenn du willst, schon mal einen Haken reinmachen. Ja. Genau, ich kalk jetzt einmal die 14 hier durch und dann soll Didi, warte mal, soll ich Didi anrufen, willst du das machen? Wenn du kannst auch, mir egal. Dann rufe ich schnell bei Didi durch, kein Problem. Teilst du Feature ein? Was soll man machen? Was ansteht. Okay. Also, weiß nicht, was du vorhast. Willst du Presse wickeln? Naja, ich warte eigentlich auf den 942, dass ich auch weiterfliegen kann. Sag mal, der MF steht noch auf dem Hof, ne? Der ist auch noch nicht geholt. Ja. Der müsste auch noch weg, ne? Aber warte mal, ich hab grad, der Heinrich hat auch gerade angerufen. Warte mal kurz, bleib mal dran, Dirk. Ja. Heinrich? Ja, moin. Grüß dich, mein Besser. Grüß dich. Ich habe mal eine Frage. Ich habe bei mir oben einen Fan stehen und einen Anhänger. Beide zu uns. Beide zu euch? Ja, sind unsere Fahrzeuge. Perfekt. Dann bringe ich das runter. Genau. Ich habe eine Frage. Und zwar, wir haben unten im Masse Ferguson noch stehen. Der geht in den Verkauf. Ja. Der ist auch von uns direkt. Den kannst du gleich mitnehmen, wenn du willst. Perfekt, dann kann ich das gespannt so runterbringen, dann brauche ich das nicht auf den Tiefladen fahren. So machen wir das, perfekt. Und sag mal, ich habe eine Frage. Hast du Einblick auf Rehbach als Transportunternehmer? Kommt drauf an, worum es geht. Es geht um meine Zuckerfabrik in Rehbach. Nee, da habe ich leider keine Einblicke drauf. Schade, weil ich wollte mal, ich weiß nicht, ob der Dings, der Kollege ist glaube ich nicht da heute und ich wollte ganz gerne meine Zuckerabrechnung haben für den Oktober. Für den August. Ja, nee, da habe ich leider keinerlei Einblicke drauf. Ist okay, kein Problem. In Ordnung. Danke dir vielmals, tschüssi. Jo, ciao. Dirk? Ja? Der Fendt wird jetzt runtergebracht, der ist da. Inklusive Anhänger. Ja.
Und genau, und der würde den Marcel Ferguson gleich mitnehmen. Ich muss aber heute auch definitiv nochmal mit dir reden. Dirk. Ja. Ja, also wir müssen uns nachher nochmal unter vier Augen im Büro auf jeden Fall. Weißt du, was mir noch einfällt gerade? Nee. Wir müssen noch die Gemeindeaufträge mit Gemüse und sowas fertig machen. Sind die. Ja, der Gemüseernter, wo ist denn der aktuell? Da steht unten bei Feld 96 und dort müsste ich dann auch noch tiefen lockern. Pass auf, mit dem Gemüse. Ich würde sagen, mit dem Gemüse, das kriegt man noch hin. Das kriegt man auch in den Abendstunden noch hin. Ja. Was ich ganz gerne fertig machen würde, ey, ich sag dir, wie es ist, ne? Ich würde gerne den Acken, den seine Aufträge einfach vom Hals haben. Es ist zwar bescheuert eigentlich, dass der mit seiner penetranten Art und Weise dann auch noch vorgeschoben wird, ne? Aber umso schneller wir bei dem fertig sind, weil bei jedes Mal die Scheiße ist, dass dann irgendwas der denn selber macht. Na gut, kann er nicht selber machen, ne? Aber nee. Ich würde sagen, dass wir das Acken-Ding hier so schnell wie möglich abhaken. Okay, ja. Ich meine, ich hau jetzt schon Kalk drauf, ich rufe jetzt Lidi an wegen den Gärresten. Ihr könnt Ballen pressen, wenn ihr wollt. Und die steht gerade bei mir vor, also an der Firma. Achso, dann sagt ihr nochmal, der soll mich mal anrufen, wenn er dort fertig ist. Ja. Und oder gib ihm mir mal. Oder? So, Didi? Ja, Mara, moin. Reich dich mal kurz weiter? Ja, ja. Moin. Didi, servus, grüß dich. Hast du Zeit für Gäreste? Die haben wir, ja. Ja, hast du Zeit, Gäreste auszubringen? Ja, haben wir. Zeit. Schreib dir auf. Oh, schon wieder so viel oder was? Ja. 14? Warte, ich bin nicht so schnell. Ach, Didi. Bist du verschnupft, Didi? Ja. Ja, frische Luft tut nicht eben gut, ne? Das ist richtig. Mach's mal ganz an der Keim ausgesetzt. Nee, Didi, sag mal, wenn du soweit bist. Ja, erzähl. 14? Ja. 1, 5? Ja. 92? Ja. 110? Ja. Moment. 110, 135? Ja. 135? 138? Ja. Oh Gott, ja. Okay. Bitte noch einmal ganz kurz zum Abgleichen. 14, 1, 5, 92, 110, 133, 135, 138. Sehr schön, perfekt. Gut, wie schnell kannst du anfangen? Wir können jetzt gleich anfangen. Mega, super, das wollte ich hören. Apropos schnell, wann sind meine Gewichte da, die ich bestellt habe? Frag mal Dirk, die müssten doch da sein. Okay, dann mache ich das mit Dirk, weil wir wollen gleich noch was bestellen. Gerne, so machen wir es. Kein Problem. Ja. Tschüss. Und der. So, sehr schön, okay. So, gut, dann knallen wir hier erstmal ganz schnell das Kalk durch. Dann haben wir das schon mal erledigt. Oh, Gott sei Dank, ey, ich sag's euch. Tja, was machen wir jetzt denn mit der Rechnung für den Dings, ey? Müsste eigentlich den Beppi mal anrufen. Warte mal. Scheiße, ey, ich hab da gar keinen Bock drauf so richtig, ey. Boah, das gibt wieder nur Ärger, Stunk und Herz. Ja, Beppi, grüß dich, mein Freund. Ja? Du, pass auf, es gibt ein Problem. Ich denke in der kleinen... Es gibt keine Probleme, es gibt Lösungen. Ah, sehr gut, Baby, das ist die Einstellung, die ich brauche. Ich denke ein bisschen in der Zwickmühle. Was los? Ich hab... pass auf, ich habe ja eine Rechnung. Vom Landhandel. Ja? Über unter anderem 20.000 Liter Saatgut. Ja? Ja, ich will... Ich... Ja, das verstehe ich. Und ich will das jetzt eigentlich nicht bezahlen. Die andere Seite ist aber, naja. Ich kann dir aber nicht sagen, warum ich das nicht bezahle. Dann mach's anders. Ja. Bezahl das. Und dann verklagst du den wegen dem, was wir da rausgefunden haben. Weil dann kannst du mehr, also mit Schadensersatz. Verstehst du?
Ja, aber ey, Baby, das Problem ist, ich kann das Zeug nicht verwenden. Ich kann das hier bei keinem, wenn ich das hier auf die Felder schmier. Ich weiß halt auch nicht, ob das weißt Zeug... Weißt du, was du machst? Nee. Du mir ein Gutachter beauftragen. Einfach das eine mal allgemeine, zu kontrollieren lassen. Genau, so eine allgemeine Kontrolle, weißt? Ja. So, da gar nicht irgendwie aufgrund irgendwas, sondern einfach so eine allgemeine Saatgutkontrolle. Und dann schaut er mir, weil dann wissen wir ja, ob das davon ist und der Charge oder nicht. Ja, jetzt ist aber die große Frage, Baby. Wer macht denn solche Gutachten? Du bitte frag meinen Kuponi. Kupone? Ich glaube, der kann sowas, ja. Ah, das ist vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja, müsst ihr mit denen fragen, weil ich wollte, der hat mir irgendwas in die Richtung, in den Lehrgang. Ein Gutachter-Scheiß hat der ja. Mitgemacht, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber fragen einmal. Oder soll ich ihn fragen? Bist du alleine? Ja, ich bin gerade allein im Häcksler drin. Im Harvester. Baby, meine andere Frage, wie ist denn das jetzt mit Rehbach? Ja, ich habe alles vorbereitet für den Abend. Ach nee, das wollte ich ja eigentlich gar nicht hören. Ach so, ich habe nichts vorbereitet. Ja. Aber wir müssen das machen, ich will ja nicht, dass dein Kopf auf einem Spiel steckt. Super, ey. Naja, pass auf, dann, also heute gegen Abendstunden nach Rehbach oder was? Ja, ich ruf dich an und dann kommst du zum vereinbarten Treffpunkt wie letztes Mal. Okay. Wieder in Schwarz? Und dann, wieder in Schwarz und dann fahren wir da runter. Okay, alles klar. Alles klar. So machen wir's. Und Baby, ich ruf dich an, ja. Ich wusste, warum ich dich anrufe, ne? Ja. Alles klar. Nee, du kannst mir weiterhelfen, danke. Ach so, ja. Gut, okay. Tschüss. Ja, okay, gut. Servus. So, naja, da rufen wir mal dann beim Kupone durch, ey. Agrargemeinschaft Kupone. Herr Kupone? Oh, Herr Rotbär, wir hatten aber schon lange das Vergnügen nicht mehr, hä? Ja, das stimmt, aber ich bin fleißig am Aufträge ballern für Sie. Ja, das ist sehr schön, ja. Ja, fleißig am Aufträge ballern. Macht der Herr, wie heißt der nochmal hier, der Berliner da? Der Berliner? Hier Langhammer, macht der einen guten Job? Wunderbar. Oh, das hört sich aber nicht sehr überzeugt. Ja, der muss mich ja vertreten gerade. Ganz toller Job macht er, ganz toller Job. Okay, ja, nee, super. Wie kann ich Ihnen helfen? Herr Kupone, ich habe mal folgende Frage. Und zwar, ich suche einen Gutachter. Ich würde ganz gerne mal meine Produkte einfach für die Kundschaft. Ich bin ja Lohnunternehmer und wir bringen ja sehr viel Kalk, Saatgut, Dünger, Pflanzenschutz und so weiter aus. Und beziehen das ja vom Landhandel und würde das Ganze einfach mal kontrollieren lassen und zertifizieren lassen. Ganz einfach aus dem Grund. Also so ein grundlegendes Gutachten über die Qualität des Saatgutes und so weiter, ne? Genau, weil wir einfach ganz gerne das bei uns so ein bisschen mit ins Büro hängen würden. Wissen Sie, so ein kleiner Aushang zertifiziert. Aber dann nur Ihre Produkte oder auch Ihre Gerätschaften? Also. Wenn Sie wollen, können Sie auch unsere Geräte gerne zertifizieren. Also klar, für uns, ich meine, wir pflegen alles, wir warten alles. In den vorgeschriebenen Abständen und es gibt ja so verschiedene Verbände, auch so Umweltverband und sowas, ne? Da kann man da kann man so eine Zertifizierung durchführen, da gibt es dann auch Steuerersparnis, habe ich gehört. Ehrlich? Also wir haben zum Beispiel auch viel Solar auf dem Dach und so. Oh, das ist super, ja. Das kann man alles mit rein in das Gutachten, ja. Ja, dann könnt ihr gerne vorbeikommen, kein Problem. Ja, ich kann das machen. Also ich bin gerade noch beschäftigt, aber sobald ich Zeit habe, komme ich vorbei, ja. Machen Sie das. Super. Würden uns freuen. Danke Ihnen vielmals. Ja, bis dann. Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Ach, Wunderbärchen. Genau, dann machen wir das so. Das ist doch perfekt. Na. Moin, Männer. Ihr werdet hier alle nicht fürs Rumstehen bezahlt. Wir haben Aufträge ohne Ende. Also das ist schön, ich werde von dir gar nicht bezahlt, von daher ist mir das hier relativ. Du hast auch kein rotes Polo an. Und wir arbeiten gerade. Was, ihr arbeitet gerade? Ja. Also der Einzige, der hier gearbeitet hat, bin der wohl ich. Ich habe für 14 gerade fertig gekalkt. Das wissen wir ja nicht, du kamst hier auf mal angefahren. Sag mal, redet einer mit dir? Das darf ja wohl nicht wahr sein. Moin. Sag mal. Ich will jetzt nicht frech werden, aber du standest ja auch die letzten drei Tage. Du standest die letzten drei Tage hier am Boden. Ich habe hier Aufregung ohne Ende angeholt, verdammt aber. Ist das mein Kollege? Ist Dirk. Das der kollegische Mensch vom Telefon? Dirk! Ja. Herr Hoffmann, ins Büro. Gespräch unter vier Augen. Ja. Aus Wien? Ja, Pietje, kleinen Moment. Was hast du da? Ja, ich brauche jetzt auch Zucker. So, jetzt gibt's die erste Abmahnung hier. Ja, Jungs, wie kann ich euch sonst so helfen? Also, ist schön heute. Ganz kurz Ruhe raus, bitte. Eine Sekunde. Herr Hoffmann? Ja. So. Sie wissen, wer die Autoritätsperson hier am Lohnunternehmen ist, oder? Richtig. Ja. Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass Sie mich da so untergraben da draußen vor der Kundschaft. Ja. Herr Hoffmann. Ja. So,
Ich habe das schon vorbereitet, weil mir ist ja in letzter Zeit nämlich mehr aufgefallen. Wo habe ich's hin? Hier irgendwo war doch der Zettel. So, hier. Zack. Könnt ihr einmal durchlesen und einmal unterschreiben, bitte. Okay, was ist noch aufgefallen, bevor ich unterschreibe? Hey, Dirk, scheiß dir nicht gleich ins Hemd. Dirk, du hast so gute Arbeit gemacht in letzter Zeit. Und du hast mich so stark unterstützt hier bei dem Aufbau von dem Lohnunternehmen, bei dem Dings. Ich würde dich gerne als Unterschriftsberechtigten und sozusagen rechte Hand und Stimme von mir einsetzen, wenn ich mal nicht da sein sollte. Dass du volle Befugnisse hast. Also als dein Stellvertreter sozusagen. Richtig. Cool. Ey, Wolle, wir sollen nicht lauschen. Dann kriege ich ja jetzt 5000, oder? Sag mal, das darf da wohl nicht wahr sein. Gib den Zettel her, ich zahle es hin. Das war Spaß. Ja, aber hast du um 500 erhöht, ey. Meine Fresse, ey. Jetzt zieht mich hier komplett aus. Okay, nee, unterschreib das, wenn du willst. Wenn du das der Verantwortung übernehmen möchtest. Hab ich. Und dann wirklich vielen Dank. So, einmal hier ich rein. Hab zu danken. Nee, vielen Dank für die Unterstützung. Ich finde das klasse. Ja, alles gut. Das ist meine Arbeit. Dafür sehr bin gut. Ich da. Also wie gesagt, wenn ich nicht da bin, oder auch wenn du hier alleine bist, ich bin aber da, bist unterschriftsberechtigt, kannst schalten und walten und so weiter und ja. Okay. Super. Alles klar. Super, ich danke dir. Ja, gerne. Ich danke dir. So, Entschuldigung, Jungs. So, den habe ich aber zusammengefaltet jetzt. Gut. Aua, es tut so weh. Aua, aua, aua. Okay. So, Vize, du wolltest was? Ah nee, mit der Schokolade nur. Jojo. Darf ich mal ganz kurz eine Frage? Dirk und Fietje, was steht jetzt gerade an? Weil wir haben wirklich so einen Sack voll Arbeit. Ja, wir machen gerade die Abrechnung für die Reparatur von dem Blizzard Pickup. Den ihr abgeschleppt habt? Richtig, ja. Das okay. Fietje hat mir gerade erzählt, was er gemacht hat. Und jetzt okay. Sind wir gerade bei der Kostenabrechnung. Genau, weil es müsste definitiv einer die Presswickel-Kombi holen. Das kann ich aber auch machen, wenn ihr wollt. Ja. Dann mach du das doch, dann kommst du endlich mal wieder vom Hof. Dann kriegst du keine Wurzel. Ist aber. Und der Rest so, alle zufrieden oder kann ich was für sie tun? Nö. Ich war gerade auch mit dir am Sprechen, bis du angebölkt kamst, von daher. Tja, was soll ich sagen, ja? Ich bin halt jetzt unterschriftsberechtigt. Ja, Oswin? Gleich nicht mehr. Oswin? So, ja? Oswin? Da, wo es nicht glatt ist, kann es gelaufen werden, ne? Ey, sag mal. Bis gleich. So, Moment, der Chef trägt ab sofort kein rotes Hemd mehr. Der Chef trägt ab sofort, was trage ich denn? Ich trage blau. Schwarz. Trag rosa. Schwarz ist eine gute Farbe. So. Schwarz wie die Seele. Trag rosa, das unterstreicht dein Tor. Ich dachte schwarz wie der Kaffee. Ja. So, Sekunde. Oh, Fietje, ist das wirklich der Chef hier? Der hält ja den ganzen. Ich hab ihn zumindest so als Chef kennengelernt, ja. Der hält ja den ganzen Verkehr. Glaube jetzt ist ja furchtbar. Achso, wo ist hier der neue Kollege hier, den ihr abgeschleppt habt? Habe ich ja gar nicht kennengelernt, Mensch. Ja, geradezu. Guten Tag. Der mit dem MF-Pullover, der Mann, der Geschmack hat. Paul Krumhammer, guten Tag. Hallo Paul, grüß dich. Ich will einfach Paul sagen. Mein Name ist Oswin Rosenberg, kannst mich gerne Oswin nennen. Ja, okay. Weil du hast ja auf schon kennengelernt, den Dirk und den Fietje hier vom Lohnunternehmen und Fahrzeughandel und ja. Ja. Bei uns ist immer ein bisschen viel Stress, manchmal Geschrei und immer Action. Also eigentlich war alles okay, bis wir auf dem Hof gefahren sind und dann war auf einmal ganz laut. Kein Problem, wir bleiben beim Sie. Gut, bis dann. Bin gleich wieder da. Ich kann mir bestimmt den LKW kurz ausborgen, ne? Nee. Sag mal, haben wir auch einen Traktor mit Leistung hier am Hof? Na, ich hab den gerade eingebracht, aber ich weiß nicht, ob der für euch ist. Wo ist denn der? Komm her. Augen zu. Ja? 1, 2, 3. Da ist er. Ach du Scheiße. Jetzt hat der schwarze Felgen. Ich kann das nicht mehr. Ah, sieht geil, ganz schön aus, ne? Oh, ich ehrlich. Der hat auch Leute mit gespackt, ne? Das liegt halt am roten Polo, nicht am blauen. Also Dirk, ich muss ehrlich sagen, hast du echt super gemacht. Oh, ich finde den geil. Warum fährt er jetzt mit dem stärksten Traktor los? Weil ich die Brennpresse hol! Tschüss! Die braucht nur 100 PS! Das macht nix! So, aber in diesem Sinne, meine Lieben, sind wir auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Unser 942er Star. Oh, jetzt haben wir eine richtige, lecker Powermaschine hier. Wir sind erstmal fertig. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euch einen wunderschönen Restsonntag noch und bis bald. Ciao, ciao.